Der Dienstag ist der neue Montag, insbesondere dann, wenn man mit einem Tag Verspätung in die Woche startet, so wie ich jetzt. Allerdings gestern zum Montag war es definitiv nicht möglich, ein Video zu erstellen. Das habe ich zeitlich einfach nicht hinbekommen. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Wochenstart, seid gut in die Woche reingekommen und ich möchte noch mal ganz kurz auf das Wochenende zurückblicken, denn da war so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, groß Reinemachen angesagt, also mal überall ganz kräftig Wasserwechsel machen, die Becken mal wieder in Schuss bringen sozusagen, ordentlich die Scheiben putzen und vor allen Dingen auch mal zu schauen, was ist denn besatzmäßig überhaupt in den Becken los. Und da ist mir doch sehr, sehr viel Stückwerk aufgefallen. Also Stückwerk nicht in dem Sinne, dass ich sagen würde, das ist mir zu unpassend oder es passt nicht zusammen, wie auch immer. Das ist definitiv nicht der Fall. Allerdings alles so ein wenig, ja, zusammengewürfelt. Kleine Grüppchen hier, kleine Grüppchen da. Und ich habe mir dann grundlegend ein paar Gedanken gemacht, wie das in Zukunft aussehen soll, wie es weitergehen soll. Und bin da auch letztendlich zu einer Entscheidung gekommen, dass ich einfach ja themenbasierter an die Sache herangehen möchte und somit auch dem Kanal so eine kleine Neuausrichtung verpassen möchte. Nächsten Monat am 15. März wird der Kanal ein Jahr jung sein, also noch nicht ganz so arg lange her, dass ich dieses Neuland YouTube begonnen habe. Und in der Zeit hat sich natürlich viel verändert. Kein Becken ist aktuell älter als der Kanal. Alle Becken wurden innerhalb der Kanalzeit zum Laufen gebracht oder neu gestartet in dem Sinne. Und in der Zeit wurde natürlich viel experimentiert, viel versucht. Und jetzt möchte ich einfach mal dem Ganzen auch so eine klare Linie verpassen. Ja, ich bin nicht umsonst vor dem Pastellkundel-Zuchtbecken, denn die Pastellkundeln sind letztendlich auch so ein bisschen der Auslöser gewesen, dass ich jetzt sagen möchte, ich gehe komplett in den asiatischen Raum, denn der asiatische Raum hat so unendlich viele wunderschöne Fischarten zu bieten, wo es einfach mal wirklich lohnenswert wäre, mal genauer drauf zu schauen, wie sieht es da aus mit der Haltung, mit der Vermehrung, was kann man da probieren, im Hinblick zum Beispiel auf weitere Grundelarten oder Schmerlen, Dornaugen zum Beispiel, auch das eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe, die ich mir ganz gerne vorstellen könnte in der nächsten Zeit, aber auch größer werdende Garnelen, wie zum Beispiel Fächergarnelen oder aber auch Krebse. Welse gibt es auch ein paar sehr, sehr interessante Tiere im asiatischen Raum. Gar nicht mal so arg viele, aber dennoch gibt es welche. Oder zum Beispiel, ja, Regenbogenfische, ganz klar, Blauaugen zum Beispiel. Für den Bachlauf etwas größer werdende Regenbogenfische, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Rasbora-Arten, also die typisch kleinen Nanofische, wie man sie ja nennt. Den Ausdruck mag ich eigentlich überhaupt nicht. Also kleine Bärblinge eben. Das sind so die, ja, Möglichkeiten, die ich mir in der nächsten Zeit sehr, sehr gut vorstellen kann und worauf ich meinen Fokus ganz gerne legen möchte. Dann ist natürlich noch das Better-Projekt, was in jedem Falle nächsten Monat auch gestartet werden soll. Eventuell klappt es noch diesen Monat, lasse ich allerdings mal ein zögerliches Fragezeichen dahinter, hängt eben jetzt auch so ein bisschen davon ab, wie schnell ich Platz generiert bekomme. Denn natürlich müssen die Altbestände irgendwo jetzt auch erstmal raus. Ja, ein bisschen was habe ich schon umgezogen. Jetzt am Wochenende, das Becken hier oben zum Beispiel, ist bis auf ein paar Kanälen komplett leer. Die Catamarco-Platys sind erstmal im Tischbecken eingebracht und sind vergesellschaftet mit den Guppy El Tigre. Da gibt es im Übrigen gute Neuigkeiten. Unter den Jungtieren ist in jedem Falle ein Männchen vorhanden, sodass es da in eine, ja, hoffentlich stabilere zweite Generation gehen könnte. Allerdings dann nicht bei mir, denn die Tiere werde ich dann abgeben. Was ich von den Guppies behalten werde, sind die Magenta White, denn auch da ist unter den Jungtieren definitiv ein Männchen vorhanden. Also da kann es in eine zweite Generation gehen und die Tiere werde ich auch behalten. Das Ganze wird so ein kleines Nebenprojekt werden. Das wird ein Kinderzimmer-Aquarium werden für die Jungs. Das Einzige, was man da vielleicht mitnehmen könnte, wäre vielleicht mal der kleine Versuch, wie lange dauert es eigentlich, bis ein 60-Liter-Aquarium mit Guppy-Nachwuchs völlig überbevölkert ist. Das wäre vielleicht nochmal so eine kleine Sache, die man mitnehmen könnte. Ansonsten wird das eher so ein kleines Nebenprojekt werden, was ich gar nicht weiter thematisieren möchte. Aber eben die Magenta White möchte ich in jedem Falle nochmal ein bisschen vermehren, dann hoffentlich in eine stabile zweite Generation bringen. Denn das Thema ärgert mich. Das ärgert mich maßlos, dass eben von diesen, ja, ich sag mal, hochqualitativen Guppies fast nichts mehr übrig geblieben ist, aber dafür die Jungtiere in jedem Falle ordentlich heranwachsen. Ist ein bisschen auffällig. Ich lasse da einfach mal Interpretationsspielraum für jeden. Darf sich gerne sein eigenes Bild drüber machen, aber ich bin ja zum Glück nicht der Einzige, der mit diesen
in Anführungszeichen Alttieren, die er sich gekauft hat, da einige Probleme hatte. Was die Becken an sich angeht, also Bachlauf Aquarium wird natürlich so bleiben, wie es ist, ganz klar. Der Besatz wird eben asiatisch umgestellt. Wie gesagt, Regenbogenfische kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Zimmerpflanzen-Aquarium, ja, wird eine Aufgabe werden, die Heterantheria formosa da bis auf den letzten herauszuholen. Auch die Orange-Chili-Garnelen werden dann erstmal ausquartiert werden. Und dann könnte ich mir da sehr, sehr gut die Rosi-Zwergschmerle vorstellen. Dann eventuell als Artenbecken, um auch da mal in die Vermehrung reinzugehen. Ansonsten Pilzbecken, ja, da ist in der Überlegung, das Becken noch mal auszutauschen gegen etwas Größeres. Also wird da wahrscheinlich auch noch mal in den nächsten Monaten nachgelegt. Es ist jetzt kein Projekt, was ich definitiv irgendwie vorantreiben möchte auf Biegen und Brechen. Das ist eher so eine kleine Überlegung zu sagen, okay, das wäre eigentlich nochmal ein super Standort für ein Kallaxbecken durchgängig, also 76 x 38 cm. Dann wären auch nochmal ja, ein paar andere Regenbogenfische definitiv möglich, insbesondere Blauaugen, die eben nicht ganz so arg viel Platz benötigen. Das ist so eine kleine Überlegung, die ich anstelle. Mal schauen, wie schnell ich das Ganze entsprechend umgesetzt bekomme. Ansonsten bleiben die Becken weitestgehend so, wie sie sind. Das Becken hier oben werde ich allerdings komplett rausnehmen. Hier kommen drei kleine wieder rein. Ich habe sie zum Glück noch im Keller stehen. Die werden hier wieder reinkommen, um einfach dann auch, ich sag mal so, Sachen wie Blauaugen zum Beispiel, dann paarweise zum Ableichen zu bringen. Das Tischbecken wird auch neu besetzt werden. Dann, da muss ich mal schauen, was mir da einfällt. Da könnte man zum Beispiel dann in Richtung Nanofische gehen. Ich hasse diesen Ausdruck. Kleine Rasbohrerarten. Also da wird sich in jedem Falle eine Verwendung für finden. Kleine Rasbohrerarten, wie gesagt, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Oder aber auch die Rosi-Zwergschmerle in dem Becken. Mal schauen, was mir da einfällt. Noch sind ja die Entler-L-Tigre drin mit den Katamarco-Platis. Ja, jetzt geht es für mich erstmal weiter in den nächsten Tagen, dann die Altbestände auch überall rauszuholen. Ich denke mal, mit dem Tischbecken werde ich in jedem Fall auch beginnen. Das sind ja überschaubar viele Tiere, die ich hoffentlich dann auch relativ schnell vermittelt bekommen habe. Und dann wäre eigentlich schon das erste Becken soweit, dass es asiatisch besetzt werden kann. Aber gut, das alles zu seiner Zeit und vor allen Dingen wohl überlegt, denn alles andere macht sowieso keinen Sinn. Ja, dann steht natürlich auch noch Outdoor so ein bisschen auf dem Programm für die nächsten Wochen, denn wenn das jetzt temperaturtechnisch nach oben geht, dann kann man schon mal langsam aber sicher drüber nachdenken, den Miniteich wieder aus dem Keller zu holen, um zumindest schon mal wieder die ersten Vorarbeiten so ein bisschen zu treffen. Auch das wird mit Sicherheit, wenn das temperaturtechnisch so weitergeht, demnächst wieder ein Thema werden. Auch da wird es dann nochmal spannend zu schauen im asiatischen Raum, was bietet sich denn so an. Außer Medaka. Medaka natürlich immer eine Option für einen Miniteich, ganz klar. Aber ich denke mal, da wird es auch noch die ein oder andere Option mehr geben. Wenn ihr Vorschläge habt über Arten, die ihr vielleicht ganz gerne sehen möchtet, gerne ab damit in die Kommentare. Das versuche ich dann natürlich nach Möglichkeit umzusetzen, sofern es denn überhaupt realisierbar ist. Ja, ansonsten soll es das gewesen sein als kleine Vorankündigung, wie es denn weitergehen soll, zumindest was die Fische angeht, also Fischbestand und auch die nächsten Nachzuchtsprojekte betreffend. Asiatisch geht es weiter und ich freue mich einfach auf die Zeit, die kommt. Ich freue mich auf viele, viele spannende neue Projekte, viel Neuland definitiv, gerade so, wenn ich an Schmerlen denke oder aber auch ja, Welse aus dem asiatischen Raum, das in jedem Falle richtig spannende Sachen dabei und ich freue mich einfach auf die Zeit, die kommt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.